Hoppa! Walter Röhrl, die deutsche Rallye-Legende, in ungewohnter Sitzposition. Auf einer Schaukel im Hotel Freigold in Freistadt. Eigentlich kennt man den Langen, so sein Spitzname aufgrund seiner 1,96 Meter, eher in schnellen Autos. Den Traum vom Sportwagen, genauer gesagt von einem Porsche, verfolgte Walter Röhrl konsequent seit seiner Jugend. Damals war das vollkommen ein Größenwahn, ich mit 360 D-Mark Monatsfeld ein Porsche zu fahren. Der hat damals 7.500 D-Mark gekostet, also gebrauchtes Auto. Ich habe zu dem Zeitpunkt 360 D-Mark im Monat verdient. Da habe ich 355 hab ich gespart und ich war nie in meinem Leben in der Disco, habe mir kein Bier gekauft, nichts. Ich habe gesagt, sparen, bis ich einen Porsche habe. Und ich kann mir nur einen Porsche kaufen, weil an dem nichts kaputt geht. Weil ich hätte kein Geld, das Auto richten zu lassen. Also es war meine Philosophie, hat funktioniert. Die Sportwagenleidenschaft verbindet den Rallye-Weltmeister und Hotelinhaber Dietmar Henberger. Im Mai finden erstmalig im Hotel Freigold in Freistadt die Iconic Porsche Days statt. Von 16. bis 19. Mai. Das Hotel Freigold ist ganz neu. Seit Mitte September sind wir am Markt. Wir sind kein klassisches Wellnesshotel, wir sind wirklich ein Impulshotel mit sehr vielen verschiedensten Verrücktheiten, sage ich einmal. Ein Infinity Pool in 36 Metern Höhe. Nur ein Beispiel. Im Mai stehen aber Sie im Mittelpunkt, die 911er. Dietmar Henberger will die Porsche-Community aus ganz Österreich ins Müllviertel holen. Wir fahren so den ersten Tag so 150 Kilometer, den zweiten Tag so 250 und den dritten Tag wieder so 200 Kilometer. Die Leute kommen so um 3 Nachmittag zurück, können auch dann noch trotzdem den Wellnessbereich nutzen im Hotel. Es ist eine lockere Geschichte, es ist nicht beinhart Autofahren von 7 Uhr früh bis 10 Uhr auf die Nacht. Wer hat den schönsten 911er? Das bewertet eine Jury. Benzingespräche übers Kultauto, Kabarettprogramm oder einfach nur Fachsimpeln mit Walter Röhrl. Er begleitet die Porsche-Fans. Immerhin ist er Testfahrer für die deutsche Sportwagenmarke. Die Leute, die haben so viele Fragen, was Porsche-Technik anbelangt. Und da haben sie endlich mal die Gelegenheit, dass sie jemanden haben, den sie dann löchern können. Im Prinzip ist Porsche nach wie vor der Sportwagen, der die Messlatte so hoch legt, dass keiner dorthin kommt. Und das ist, so wird es auch da sein. Die werden Spaß haben, ihr Auto zu fahren. Wir müssen eines klar sein, diese Iconic KDS hat nichts mit Schnellfahren zu tun. Diese Zeiten sind vorbei. Das haben wir vor 20 Jahren auch noch gemacht bei Ausfahrten. Aber inzwischen, muss ich sagen, geht es einfach nicht mehr. Wieder ins Rallye-Auto steigen und ordentlich Gas geben, würde den 76-Jährigen aber schon noch reizen. Ich merke schon, dass irgendwie ein bisschen Aufregung in mir ist. Sobald ich ins Detail gehe, solche Herrschaften, du, in meinem Alter soll man an Sterben denken, nicht ans Auto fahren. Also das ist also, dann werde ich wieder vernünftig. Aber die versuche ich schon immer wieder mal im Hinterstübchen. Man würde mal ganz gern wissen, die Buben, ob sie schneller fahren können wie ich. Den einen oder anderen Schwank aus seiner Rallye-Zeit vom Weltmeister höchstpersönlich gibt's von 16. bis 19. Mai. Infos zu den Porsche Iconic Days gibt's auch online.